In 1. Korinther Kapitel 9, Vers 22, da heißt es: Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Es gibt nämlich diese Leute, die nicht unbedingt Calvinisten sind, die aber ähnlich wie Calvinisten denken und so einen Schwachsinn behaupten wie: Wir können nicht Leute retten, oder dass es falsch sei zu sagen, wir haben jemanden gerettet, dass es falsch sei, Errettungen zu zählen. Und sowas kommt immer wieder auf. Das sind nicht vereinzelte Leute. Oh, dieses Thema kommt oft auf. Dass es falsch sei zu sagen, wir haben jemanden gerettet. Nun, lass uns einfach in die Bibel schauen. Hier schreibt der Apostel Paulus: Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Ja, ich werde das bis zum Schluss verteidigen. Wir retten Menschen beim Seelengewinnen. Wir helfen ihnen dabei, den Namen des Herrn anzurufen, gerettet zu werden. Und ich sage, wenn ich mit jemandem gebetet habe, der das Evangelium definitiv verstanden hat, geglaubt hat, wenn ich mit ihm gebetet habe, dann ist derjenige gerettet. Punkt. Und daran habe ich keine Zweifel, daran werde ich nicht rumrütteln. Und mir ist völlig klar, dass es hier und da auch falsche Bekehrungen gibt. Natürlich kommt das vor. Natürlich können wir nicht in das Herz eines Menschen schauen, aber ich will einfach nicht diese Attitüde haben, dass ich die ganze Zeit mir den Kopf mache: Wurde der jetzt gerettet? Wurde der nicht gerettet? Hey, ich habe das getan, was ich tun konnte. Ich will gründliche Arbeit machen. Daran sollten wir alle arbeiten als Christen, dass wir gründliche Seelengewinner werden. Und hier und da merke ich, könnte ich etwas verbessern. Ja? Wir sollten daran arbeiten, an unserer Präsentation des Evangeliums, einen gründlichen Job machen, aber hey, wenn ich einen gründlichen Job gemacht habe, dann sage ich, die Person ist gerettet. Und das ist biblisch. Wir sehen das auch in der Apostelgeschichte, dass so und so viele Seelen hinzugetan wurden, so und so viele Seelen wurden gerettet. Das ist biblisch. Und Leute, die das leugnen, greifen Seelengewinn an. Sie sagen im Grunde genommen, wir können Menschen sowieso nicht wirklich retten. Nun, warum gehe ich dann Seelengewinn? Wozu mache ich das dann? Wie werden dann die Menschen gerettet? Einfach so, plopp, gerettet. Das ist Schwachsinn, das ist ein Angriff auf Seelengewinn. Ich hasse das.